Hallo, Aue-Fans, ich bin's wieder, euer Schlumpfi. Hallo. Hallo, hallo, Aue-Fans, hier ist auch euer SpongeBob. Hallo, Aue-Fans, ach, ich bin's, der kleine Furby. Hallo, Aue-Fans, ich bin auch da, der kleine lila Wismut-Aue-Glücksbärchen. Ach, ich mach mir solche Sorgen, wo der Käsewurm heute bleibt. Heute ist doch ein ganz, ganz schweres Spiel gegen Nürnberg. So, das möchte ich auch mal wissen, wo der Käsewurm wieder ist. Hoffentlich ist er nicht traurig und hat Angst, dass wir schon wieder verlieren. Oh, nein, heute dürfen wir nicht verlieren. Nein, heute tue ich meinen Zauberspruch aufsagen, dass wir heute nicht verlieren und mindestens einen Punkt holen. Ach, wenn doch der Käsewurm da wäre. Na, 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 na. Ach, das Singen macht mir heute gar keinen Spaß. Ach, das ist alles Mist. Käsewurm, ja. Oh, wollen wir heute allen den Daumen drücken? Allen Mitgliedern unserer Mannschaft und vom FC Erzgebirge Aue? Ja, freilich. Ja, oh. Und ich, Leute, ich drück euch ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr heute mindestens 3 Tore schießt. Und Nürnberg, tut mir leid für euch, liebe Nürnberger. Ich hab euch auch lieb. Ihr macht so leckere Nürnberger Würstchen. Die schmecken fast so gut wie Camembert-Käse. Habe ich auch schon mal gekostet. Aber liebe Nürnberger, heute verliert ihr mal, ne? Guckt mal, Freunde, was ich euch heute mitgebracht habe. Oh, feinste Nürnberger Oblatenlebkuchen. Nam, nam, nam. Und aus welchem Grund? Na, könnt ihr mir das verraten? Na, ich denke mal, weil heute das Spiel Aue gegen Nürnberg ist. Genau. Und vorher, zur Stärkung, willst du die Nürnberger vernaschen. Und dazu ein Schlückchen Käsebier aus dem Fass. Jo, ui, ui, ui. Nö, das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen, ne? Wir lassen uns die Oblatenkuchen lecker schmecken. Aber ich trinke kein Käsebier dazu, ich trinke lieber ein Dessel Kaffee dazu. Ein Schälchen Häsen. Ja, ich möchte lieber auch eine Tasse Kaffee zum Lebkuchen. Ha, jo. Und wann wollen wir den essen? Jo, ich sage mal, so um 3 rum ist Kaffeezeit. Es geht ja heute 6:30 los, ist ja ein Flutlichtspiel. Oh, nu ja, Flutlichtspiel ist schon immer gut gewesen, weil das fetzt nämlich richtig. Da wird richtig schöne Fußballstimmung im Erzgebirge. Ja, Flutlicht mag ich auch am allerliebsten. Das macht richtig Laune. Da kann man richtig schön mitsingen und mitschreien mit unseren Fans. Jo, also her mit den Oblaten, Pfefferkuchen und Kaffee. Ist gleich um 3. Oi, ist das wirklich gleich um 3? Oi, nun ja, dann müssen wir uns mal schnell beeilen. Ich setz schnell Kaffee an, dann teile ich die Teller aus und dann bekommt jeder von euch einen Nürnberger echten Oblatenlebkuchen. Und dann lassen wir uns gut gehen. Und heute müssen 3 Punkte her. Ja, 3 Punkte. Die müssen wir uns heute holen. Martin, halt den Kasten sauber. Ja, und ich als alter Auerschlumpf-Fan. Ja, ich drück uns A-Mannschaft ganz, ganz doll die Daumen, dass heute 3 Punkte kommen. Und dass wir gewinnen. Jawohl, das muss ein Heimsieg werden für unsere Wismut. Hoffentlich gewinnt heute Aue mal wieder. Ach, ich mach mir solche Sorgen. Ah. Ja, bis dann. Na 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 na. So erschallt